ein junger, hübscher, talentierter Schauspieler führt sie durch eine Zeitreise durch die Geschichte des österreichischen Kabarets. Also das war der Plan. Aber für diesen jungen, talentierten, jungen Schauspieler ist leider kein Gast da und jetzt müssen Sie halt mit mir fröhlich nehmen. Um es mit Karl Fackers Worten zu sagen, schauen Sie sich das an. Ich habe keine Arme. Gelungen, gelungen. Ja. Die Venus von Milo hat keine Arme? Ja, oh ja, die wird schon einmal welche gehabt haben, aber im Laufe der Jahrhunderte scheint sie sie verloren zu haben. Wahrscheinlich hat es angefangen zum Nägelbeißen und ist dann immer weiter raufgerutscht, gell? Ja, genau. Das ist das Gegenteil von der Dame ohne Unterleib. Ja, die hat mit den Zehennägeln angefangen. Aber Dame ohne Unterleib, sowas wissen Sie noch? Das war mal so eine uralte so Wurstelbratattraktion, das gibt es ja schon ewig nicht mehr. Doch, 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 doch. Ich sehe jeden Tag Dame ohne Unterleib. Wo? Im Fernsehen, die Sprecherinnen. Und eine Leife dazu? Natürlich, ich kann doch nicht mit der Nase umrühren. Dann sagen's nicht ohne. Muss ich noch mehr sagen? Nein. Was sagen Sie zu der Josephine, Herr Neubusch? Das Kaffeehaus wird man sich abgewöhnen müssen. Aber wie geht's Ihnen? Gesundheitlich nicht gut. Ich lasse mich morgen untersuchen, in Ihrem Haus, beim Dr. Werner. Moment, Dr. Werner ist aber Doktor der Musik. Das weiß ich doch. Was willst du denn von dem? Ich hab so ein Singen im Ohr. Bei die ist, dann kommen Sie einfach zu mir. Weil ich trage ihn auch gern. Danke, aber ich glaube, ich lasse mich verbrennen. Geh, okay. Tut's das nicht. Wissen Sie, wie es in die Krematorien zugeht? Na, wie geht's denn da zu? Ja, passen Sie auf, ne? Wenn Sie einmal zusammenbrennt sind auf einen Oschen, ja? Dann fällt das einer in so einer Grube. Ne? Und in die Grube, da kann man dann die Urne rein und fischen was raus. Ne? Das ist dann in der Urne drin. Ja? Nur da sind jetzt nicht nur Reste von innen drin, sondern auch von anderen Leuten. Von der Frau Meier und vom Herrn Huber und von der ganzen Familie Huber. Verkommen! Ich trame nicht um! Ich fahr voll Amour! Zur Hölle tue retour! Ich bin, was ich war! Und so wie ein Jahrblem! Aller Rücksicht, an Aussicht! Ihr seid die Sperm. Bei mir seid's alle im Arsch da. Im Arsch, wo das Eckart ist. Bei mir seid's alle im Arsch da. Und ich bin dem Arsch ein Abschiss. Geistert die Idee. Der Rochus hat das irgendwann einmal aufgebracht und nachdem das doch irgendwie so im Interesse von ein paar von uns ist und die anderen sind halt gezwungen worden mitzumachen, soll das nicht wer? Nein, wir haben drei Kabarettisten in der Truppe und vier Opfer. Von den anderen Kabarettisten. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen Texte zusammengesucht und ein bisschen was selber geschrieben und ein bisschen was selber Choreografien zusammengestellt und da haben leider die Männer auch mitgetanzt. Aussage des Regisseurs bei der Generalprobe war, ja, und wenn ihr dann diese Pimperlnummern gespielt habt, dann kommen dann die Mädels und die reißen euch raus. Unsere Aufgabe war eigentlich, dass wir uns zusammensetzen und wir haben uns das Programm angeschaut und dann haben wir aus einem Katalog an, ich weiß nicht wie vielen hunderten Liedern, haben wir uns halt überlegt, was kennen die Leute oder was können die Leute kennen, was kann gut reinpassen und dann haben wir mit dem Fritz gemeinsam geschaut, dass das alles eine Form hat, die, dass sie nicht zu lang wird, aber auch nicht zu kurz ist, dass es in die Geschichte reinpasst teilweise. Und der Rochus hat dann auch geschaut, dass die Übergänge dazu passen. Gruppe bis jetzt das weiter. Wir wollen eigentlich schauen, dass wir es dann nachher nochmal machen, also nachdem das hier war und woanders spielen, weil die Nummern machen Spaß und wir wollen es ein bisschen dann ausweiten, vielleicht, dass wir ein bisschen was noch ergänzen oder so. Ich stehe auf dieser Bühne Anfang Dezember mit Kranach 3 mit einem Weihnachtsprogramm und ich stehe mit der Kerstin Grotrian im April auf dieser Bühne mit Dirty Diva. Beautiful time, baby.
Hey Torwart, ich versichere dir. Nicht ein paar Konfitüren geschleckt? Nein, wahrhaftig nicht. Auch nicht ein paar Makronen probiert? Nein, Torwart, ich versichere dir wirklich. Ja, es war ja natürlich nur ein Scherz gemeint. Es würde mir doch nie einfallen, gegen deinen Wunsch zu handeln. Ja, das weiß ich doch. Und dann hast du mir dein Wort gegeben. Aber behalte deine kleinen Weihnachtsüberraschungen nur für dich. Heute Abend, wenn der Baum geschmückt ist, dann werden sie schon ans Licht kommen. Davon bin ich überzeugt. Hast du auch nicht vergessen, Rang einzuladen? Nein, aber das wäre ja gar nicht nötig. Es versteht sich doch von selbst, dass er mit uns speist. Übrigens werde ich ihn einladen, wenn er heute Vormittag vorbeikommt. Guten Wein habe ich auch schon gekauft, nur ich glaube es gar nicht, wie sehr ich mich auf den heutigen Abend freue. Könnten das wirklich? Ja, sagen Sie mir, kennen Sie auch meine Vergangenheit ganz? Ja. Und Sie wissen, wofür ich hier gelte? Aus Ihren Worten vorhin klang die Überzeugung, dass Sie mit mir ein anderer hätten werden können. Ganz ohne Zweifel. Hoxter, sollte das nicht jetzt noch geschehen können? Rechnen Sie auch mit voller Überlegung? Ja, Sie tun es, ich sehe es Ihnen an. Sie haben also wirklich den Mut? Ich brauche jemanden, für den ich da sein kann. Ihre Kinder brauchen eine Mutter. Coxton, wir beide brauchen einander. Ich glaube an den guten Kerl in Ihnen. Mit Ihnen zusammen wage ich alles. Oh, danke, danke für's dir. Jetzt werde ich mich schon in den Augen der anderen wieder zu rehabilitieren wissen. Oh, ich vergaß. Die Tarantella, gehen Sie. Was sagen Sie? Was ist denn? Hören Sie den Tanz da oben. Das kann nicht wahr sein. Ja, es ist wahr. Über alles in der Welt habe ich dich geliebt. Und mir nicht mit Elenden ausflüchten. Torwart. Was hast du getan? Lass mich fort. Du darfst es nicht auf mich nehmen. Du darfst nicht für mich büßen. Kein Komödienspiel. Hier bleibst du und stehst der Rede. Hast du einen Begriff davon, was du getan hast? Antworte mir! Hast du einen Begriff davon? Sieh dir, meine Lust und mein Stolz gewesen ist. Eine Lügnerin, eine Heuchlerin, mehr noch, eine Verbrecherin. Dann weiter, auf Händen tragen, deine Puppe, deine Nerve, die so schwach und zerbrechlich ist, da wusste ich, dass ich 8 Jahre mit einem fremden Mann zusammen war und mit ihm 3 Kinder hatte. Nicht daran denken darf ich, ich kann mich in 1000 Stücke zerreißen. In der Tat, zwischen uns hat sich ein Abgrund aufgetan. Aber sollte er sich nicht überbrücken lassen? Torwart, so wie ich jetzt bin, kann ich keine Frau für dich sein. Ich habe die Kraft, ein anderer zu werden. Ja, wenn man dir die Puppe wegnimmt. Eine Trennung von dir. Nein, oder den Gedanken kann ich nicht ertragen. Wenn man da ein bisschen nachschaut, die gibt es ja schon seit über 100 Jahren und man muss nur finden. Und ich meine, der Ibsen ist ja nicht gerade ein Unbekannter. Ja. Nora war damals auch sehr bekannt. Das war das erste Emanzipationsstück quasi als Gegenstück zum Vater vom Strindberg. Und ist auch sehr angefeindet worden dafür, der Ibsen. Ja. Also das ist ja so vielseitig, dieses Stück, und hat so viele Facetten durch die verschiedensten Rollen. Das bin ich ja nicht allein, die das alles stemmt, sondern ohne die tollen Kollegen ist das ja alles nicht machbar. Und darum, es ist halt einfach nur, für sie ist das Maß jetzt erreicht und sie möchte andere Wege gehen. Sie ist verliebt in sie, aber er hätte auch nie was gemacht, weil der Helmer ist ja auch sein bester Freund, aber er hätte halt so gern, aber es war halt nicht möglich. Und, aber sagen wollte sie halt trotzdem noch. Und das ist halt, das Hingerissene, soll ich nicht, aber... Ja, ich ist eine schöne Rolle, weil es geht von wirklich ganz unten bis zum, also Euphorie.
Na gut, Nora kann einen schon manchmal zu lachen bringen, weil sie ist so ein turbulentes Wesen. Da hat man auch manchmal als Freundin was zu lachen. Als Übeltäter bezeichnet, aber eigentlich ist er eine sehr tragische Figur. Er ist ja eigentlich auch Opfer der Gesellschaft und wird ja irgendwie zum Überleben gezwungen und darum setzt er halt diese Schritte. Und er kämpft ja eigentlich nur um sein eigenes Überleben da im Kampf mit der Nora. Ja, dass dann plötzlich die Frau Linde auftaucht, ist halt letztendlich auch ein Glücksfall, den er nicht wirklich denken konnte halt. Aber es ist natürlich schön, dass es auch für ihn so ändert irgendwie. Ja. Als nächstes haben wir vom Valentin einige Sketches und Szenen. Und ja, da starten wir jetzt am Freitag mit den Proben. Ja, heute sind wir natürlich auch unter Café zu finden, Café Amadeus, sind aber, sage ich, ein Bierbeisel altwienerischer Art, ja, sind dazu da, dass wir unsere Gäste unterhalten und Freizeitgastronomie machen. Dann haben wir das gestartet, haben das ausgeschrieben, haben das getauft eben, MAP Musik Schurfix, das MAP natürlich von Mundartpädagogen, die wir sind. Und haben eigentlich gleich vom Start weg, das war im Februar 2022, war das erste Schurfix, war das eigentlich sehr nett. Wir haben da eben so eine Open-Mix-Geschichte veranstaltet, wo jeder 2 bis 3 Lieder spielen kann. Und das hat sich dann eigentlich immer relativ schnell etabliert und es waren eigentlich immer unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Genres, was uns auch ganz wichtig ist. Und der Edi hat es vorher erwähnt, heute eben mit Toni Vegas und David Siedl, zwar sicherlich sehr arrivierte Musikanten, aber die Mischung ist genau das, die wir eigentlich immer erreichen wollten zwischen Newcomern, teilweise vielleicht jetzt irgendwie schrägen Geschichten, also wir haben keine Vorgaben für irgendwelche Genres, irgendwelche musikalischen Richtungen. Es ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung, auch technischer Natur, und wir kommen da auch ganz schön irgendwie dran bei der Umsteckerei und Umverkabelerei. Aber das gehört dazu. Also wir haben eine Grundsatz-Setlist von, also wir, weiß ich nicht, wir haben so Nummern im Repertoire, die gehen so quer durch den Austropop, das sind 50, 40, 50, 60 Lieder. Und eigentlich haben wir uns ausgemacht, wir machen beim Schurfix, also wir eröffnen das immer mit 2 Nummern, spielen wir eigentlich immer die neichersten, die wir gerade als letzter probt haben, weil eigentlich, da geht es um, also wir spielen nur 2 Nummern, da kann man viel ausprobieren. Ja, genau, und das machen wir eigentlich. Wir nehmen eigentlich die letzt geprobten Nummern. Oder die, die als letztes ins Programm gekommen sind. Bei www.map-musik-mit-k.at. Und da sind alle Termine eingetragen. Und natürlich freut man uns aber an große Locations auch klopfen, weil es total nett ist. Also wir sind im Wiener, im 15. Wiener Gemeindebezirk. Ja, wir sind in der Nähe vom Urban-Loritz-Platz. 2 Gehminuten im Endeffekt in die Märzstraße hinein, die parallel zur Hütteldorfer Straße läuft, wo die Wiener Stadthalle ist. Ja, und genau auf der Ecke, wo die Berufsschule anfängt. Einer der größten Berufsschulen also in Österreich. Und die Homepage ist www.caféamadeus.at, natürlich Kaffee mit C geschrieben. Ja. An alle Wiener und an alle Österreicher, wenn ihr so ein Lokal gerne übernehmen möchtet, dann kommt zu mir, weil mein nächster Weg ist in die Pension. Wunderschönen guten Abend in die große versammelte Menge. Voll schön, dass heute so zahlreich bei uns Amadeus kommen sind, zum mundartpädagogischen Musikschulfix, zum monatlichen. Wir freuen uns, dass heute ganz, ganz viele Musikanten und Musikerinnen auch da sind, die noch den Abend mitgestalten werden, so wie es immer Brauch ist. Und wir, die Mundartpädagogen, für die, die uns noch nicht kennen, ist der Daniel Mina an meiner Seite, an der Gitarre und an der Stimme. Und der Manfred Hofmann. Wir machen es so wie immer, dass wir machen 2 Sets, also 2 insgesamt Teile. Dazwischen versuchen wir die Umbaupause zwischen den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern möglichst kurz zu fassen. Ganz besonders möchte ich noch voraus begrüßen einen lieben Bekannten von uns, nämlich den Peter Schönhofer von OktoTV, der heute dort durch die Kameralinse beobachten wird. Herzlich willkommen.
Wir fangen an mit einem quasi podologischen Song. Wenn jemand nicht weiß, was Podologie ist, das ist medizinische Fußpflege, weil es geht um die Zähne. Oh,
Ich bin die Vera im Stück. Vera ist eine hochmotivierte Adoptivmutter, die die ganze Zeit versucht, alles richtig zu machen mit ihrem Kind. Und die auch wirklich eine sehr, sehr liebende Mutter ist, es aber manchmal ein bisschen übertreibt. Ich spiele im Stück die Johanna, die von der Vera adoptiert wurde, als sie ein Baby war. Und die leibliche Mutter ist die Charlotte. Und Johanna ist gerade in so einer Lebensphase, wo sie nicht genau weiß, was sie weitermachen will. Und dadurch, dass dann auch noch die leibliche Mutter ins Bild kommt, natürlich komplett hin und her gerissen ist mit Zukunftsplänen. Ich spiele die Charlotte van Hoven. Ich bin die leibliche Mutter von Johanna und komme sozusagen nach 22 Jahren, trete ich das erste Mal in ihr Leben und stelle mich sozusagen meiner Vergangenheit. Ja, ich spiele gar keine Rolle. Ich habe vielleicht eine gespielt, ich hoffe. Aber ich kann mich mit allen dreien identifizieren. Ich hoffe, das hat man gemerkt bei der Inszenierung und ich hoffe, dem Publikum geht es genauso. Das Stück hat mir eine Kollegin vorgeschlagen, hat es mir zu lesen geschickt vom Sessler Verlag. Und das war noch nicht die Endfassung, aber es hat mich doch gleich sehr angesprochen und bin ich dann dran geblieben. So kam es, dass es hier quasi zur Uraufführung kam und es war ganz toll, die Autorin dann gestern bei der Premiere dabei zu haben. Und sie war völlig hin und weg. Sie hat gesagt, so hat sie sich die Figuren vorgestellt. Also was will man mehr? Das ist Johanna. Hi. Hi. Wollen Sie nicht ablegen? Das ist keine Jacke, das ist mein Oberteil. Ich fürchte, was ich darunter habe, ist nicht gesellschaftsfähig. Und Perspektive wahrgenommen wird. Alle berühmten Musiker haben mal so angefangen. Ich glaube nicht, dass Marcel das Zeug hat, ein berühmter Musiker zu werden. Ich habe Beziehungen in der Musikbranche. Wenn du möchtest, schick mir doch mal ein Demo von deinem Freund. Dann schaue ich, was ich tun kann. Na großartig. Dann bekommt er wenigstens mal eine realistische Einschätzung. Danke. Würde mir aber nicht zu viel davon versprechen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Influencerin. Influencer sind Menschen, die im Internet viele andere Leute erreichen. Ich weiß, was Influencer sind. Und damit kann man Geld verdienen. Sag, cool. Was ist eigentlich mit Marcel? Was soll mit ihm sein? Naja, was macht Marcel, wenn du ein Jahr lang auf den Philippinen Armbänder knüpfst? Ich denke, das ist die große Liebe zwischen euch. Wie wollt ihr es verkraften, ein Jahr lang getrennt zu sein? Marcel hat gesagt, ihm ist egal, wo auf der Welt er seine Musik macht. Und die Band hat gesagt, sie würden ihm seinen Platz freihalten. Hast du dich auf der gesamten Rückreise übergeben? Da war ich 5. Ja, und glaubst du, das wird mit dem Alter besser? Stell dir vor, du bist auf einem dieser riesengroßen Frachter, die Unmengen Öl geladen haben, und du stellst am ersten Abend fest, dass du seekrank wirst und hast noch Wochen vor dir. Ich glaube, Öltanker nehmen keine Passagiere mit. Wir kochen nächste Woche zusammen, ja? Ja, klar. Ach, bestimmt das Paket. Es ist offen! Entschuldigen Sie, ich will nicht stören. Ich wollte Johanna nur ein paar Sachen vorbeibringen. Ja, klar. Hallo, Schatz. Hallo, Mama. Ist alles in Ordnung? Ja, mir geht's großartig. Was ist das? Whisky. Meinen Sie wirklich? Na los. Gott, was ist süß, als sie da so unter dem Kleiderständer geschlafen hat. Danach habe ich das erste Mal Blutdrucktabletten nehmen müssen. Ich habe sie nach der Geburt nur noch ein einziges Mal gesehen. Auf dem Gang. Die Schwester hat mir zur Toilette geholfen und Johanna ist in ihrem Bettchen vorbeigefahren worden. Wahrscheinlich zu irgendeiner Untersuchung. Vielleicht habe ich mir auch nur eingebildet, dass sie es war. Von
diese Rolle. Es ist, sind wunderbare Kolleginnen und ich, es ist super schön zu spielen. Das Stück war super, die Michi war super, es ist alles. Das Publikum war auch super, es ist alles super. Nun, liebe Johanna, jetzt musst du dich entscheiden. Wer ist dein Herzblatt? Wer ist mein Herzblatt? Außerdem hat meine Tochter sich vorhin wieder mal sehr ihr Licht unter den Scheffel gestellt, weil sie natürlich sehr wohl als Moderatorin auch arbeitet, viel TV-Präsenz hat, allerdings in einer anderen Sprache. Vielleicht magst du unsere Produktion abmoderieren in deiner Gewohnheit. Dajia, 请来到我们的表演, 肯定很好笑. I would like to welcome everybody to come and see our play. It will be a lot of fun for sure.